Super. Bin nämlich prompt umgestiegen. Ich finde es auch gut. Ich muss auch morgens mit dem Zug eine Stunde zur Arbeit und zur Uni fahren. Dem ist cool. Das ist eine Kostenersparnis für einen persönlich. Und ich denke auch einfach, dass dadurch insgesamt das Netz übersichtlicher wird. Da bin ich mir nicht so sicher mit dem ganzen Diesel. Ich denke, es hat einen gewissen positiven Effekt, aber ich denke nicht, dass er so wirklich groß ist. Wenn mehrere auf günstigere U-Bahn umsteigen von Autos her, dann... Wenn es günstiger wird, muss man aber dafür sorgen, dass auch mehr Leute in die Züge passen. Also müssen auch mehr Züge fahren können. Ich glaube, wenn es in einer gewissen Relation steht, dann ja. Jetzt auch gerade mit den Parkgebühren nebenher, wo gerade erhöht wurden, würde ich sagen, ja. Ich finde, das hat nämlich so viel Auswirkung, da es ja eh prinzipiell günstiger ist, wenn es über lange Strecke, wenn man mit dem Zug fährt, wie jetzt mit dem Auto. Und man kann sich halt auch nebenher auf andere Sachen konzentrieren. Das war jetzt der erste Schritt und das finden viele gut, aber ich denke, die richtigen Autofans, die machen das deshalb auch nicht. Ich würde die Jahrestickets so vergünstigen, dass es auch Sinn macht. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind, ich glaube, es sind die Österreicher, das sind die Schweizer, wo ein Jahresticket 360 Euro kostet. Irgendwie so ein auch zwischendurch Tarif für die Mutters, die gerade ja, im Elternzeit sind und tatsächlich nicht so viel Geld haben, das für sie so wie für Studenten vielleicht auch Vergünstigungen gibt. Da würde ich wirklich den freien öffentlichen Nahverkehr einführen.